Hol dir jetzt MySports App. Los geht's in der Stimo Arena. Klotzen in Weiß von rechts nach links. Erik Fey, gutes Ballchecking. Kloten kann die Scheibe zurückerobern. Beltan mit dem Abschluss und der Führungstreffer. Das ist dem starken Forechecking von Rotz alleinen zu verdanken. Danach Doppelpässchen, Beltonen kriegt die Scheibe zurück. Und dann ist Wüttrich ein erstes Mal bezwungen. Harrison Schrank. Zwan. Di Domenico, schönes Zuspiel und Semais. Noch ein Abschluss, wieder Nebenstor, der Nachsetzer. Und Metzola hat auch ein erstes in dieser Partie. Noch stärker die Paraden von Juha Metzola. Auch da härter Lage bei dieser Scheibe, die da von der Bande zurück auf Abschiedstournee, die Nummer 2. Rotz-Alainen. Altonen, das war das Außennetz. Der Kloten auf dem Eis steht. Wenn es gefährlich wird, kommt da nicht in die gefährlichen Abschlüsse. Losli, Breakaway, Möglichkeit für 2:0, nur Losli. Und dann Wüttrich. So, jetzt aber Fokus auf diese Partie hier. Bern von rechts nach links, somit Di Domenico mit einer ersten Möglichkeit und sogleich dem Ausgleichstreffer. Chris Di Domenico muss sich ein erstes Mal bezwingen lassen. Wir schauen auf die Entstehung. Ein Zuspiel hinten raus reicht, um Di Domenico anzuspielen und in Position zu bringen. Der zieht davon und netzt ein. Und hier man seinerseits in der gegnerischen Zone und kommt zum erstmaligen Führungstreffer. Colton Skibir. Abschluss von Beat Gerber. Metzola kann nicht festhalten. Und dann ist Skibir mit dem Treffer. Ja, schwierig für Metzola. Rechtes Zuspiel durch den Slot. Der Schreiber. Wieder wunderbares Pässchen. Klotzen, das da plötzlich. Der hat Kloten. Beinahe wäre man hier zum erneuten Ausgleich gekommen. Vor allem dieses Pässchen quer durch den Handicapiert ist. Auch hier kann er nicht eingreifen. Jonathan Eng. Rheinbacher Möglichkeit. Ausgleich. Der erste Kloten kommt zum 2:2. Man weiß den Vorteil auszunutzen, weil Noah Fuß keinen Stock mehr hatte über lange Zeit, sich nicht hat auswechseln lassen können. Und David Rheinbacher, der Österreicher, trifft zum 2:2. Torhüter gespannt. Es steht bereits fest für die nächste Saison. Miro Altonen und Jonathan Eng trifft die Latte. Sich angeschaut. Wir schauen zuerst einmal auf die Möglichkeit von Jonathan Eng. Hier. Scheibe in den Slot. Der Ablenker. Und dann der Treffer. Arthur Rotz-Alainen, wenn ich es richtig erkannt habe, gerät in Rückstand und dreht die Partie dann seinerseits wieder. Die Methode im Powerplay, die so oft angewandt wird, den Spieler zu geben kann. Skraken. Skibir. Nicht ungefährlich da, die nahe Ecke an die Beltonen. Hat da Glück, dass die Scheibe nicht übers Plexiglas springt. Hätte eine Strafe gegeben und da zappelt das Netz. Baumgartner versucht sich da durchzuspielen. Untersander ist es, nicht Baumgartner. Die Klotener Zone.
spielen kann. Jonathan Eng. Immer noch Jonathan Eng. Bert Gerber. Metzola behält den Überblick. Dominik Cahun. Di Domenico. Abschluss. Metzola hält fest. Der ERC Kloten schlägt den FC Bern mit 3-2.